Der DAX zeigt sich aktuell stark. Wir haben es gesehen, wir sind mit einem Aufwärtsgap in die neue Woche gestartet. Das ist hier der Schlusskurs gewesen letzte Woche. Hier haben wir jetzt wieder weitergemacht. Also deutlich nach oben und das Ganze sogar in einer wunderschönen, starken Dynamik. Also eigentlich wunderschön. Besser kann es ja eigentlich gar nicht passieren. Denn ein Gap ist immer das stärkste Zeichen einer dynamischen, einer impulsiven Bewegung. Was wir jetzt bräuchten, also ich jetzt zumindest mal, um richtig glücklich zu werden, die Gegenseite eben nicht mehr diese Stärke mit sich bringt, sprich irgendwie was A, B, C-mäßiges hier in den Weg zaubert, dann weiß ich nämlich, dass die eine Seite stark ist, jawohl, dann wissen wir, dass die andere Seite einfach nicht die Power hat zu kontern. Das gibt es ja auch manchmal, so ähnlich wie wir das hier haben, eine starke Seite hoch, aber auch eine starke Seite runter, mal sehr vereinfacht jetzt hier darzustellen, das ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn wir die beiden Seiten unterscheiden können, so wie hier eine starke hoch, eine schwache runter, dann ist das eigentlich immer ganz gut. Das ist das, was wir hier jetzt zum Beispiel erwarten können. Erwarten können ist vielleicht schon zu viel versprochen, aber erwarten, wenn der Markt das hier bringt, das ist nicht gesagt, dass er das tut, aber wenn er das bringt, dann weiß ich schon, worauf ich gucke, nämlich, dass ich sowas, was wir hier vorne haben, einfach hinten nochmal wiederholt. Das muss nicht exakt die gleiche Länge sein, aber irgendwie sowas in dem Ausmaß, dann haben wir in etwa so einen Eindruck, wohin das Ganze gehen kann. Also darf auch ein bisschen kürzer sein, als es hier vorne. Ich habe sowieso, sehe ich gerade, ein bisschen zu lange gezeichnet, glaube ich. Und wir wissen ja noch nicht, wo das Tief ist. Also bitte da noch nicht zu viel Aufschluss danach suchen, wo das Ziel hingeht. Das hängt ja auch noch davon ab, wie stark die Bewegung runtergeht. Aber das wäre zumindest mal ein klassisches Verhalten. Ja, aber wie jetzt? Waren wir nicht jetzt eben noch in der Korrekturüberlegung? Ja, waren wir eigentlich. Ich habe im Nasdaq hier noch so eine Zeichnung drin. Das ist eigentlich das Bild, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Nicht nur beim Nasdaq-Index, sondern auch bei vielen, vielen anderen Indizes, insbesondere jetzt mal unseren typischen westlichen, dass wir gerade in der Pause sind in der Korrektur. Denn wir sehen schon, der Drive nach unten, der hat deutlich nachgelassen. Am Anfang ging es sehr deutlich und hier hinten ist es doch sehr viel Geschwufel, was hier da vor und zurück, viele Überschneidungen. Und das spricht ein wenig die Sprache der Lustlosigkeit auf der Abwärtsseite. Es ist aber denkbar, dass es gar nicht dazu kommt, dass der Kurs jetzt runtergeht. Es ist absolut realistisch möglich, zumindest mal für den Nasdaq, dass der Markt jetzt hier anschließend weiter nach oben geht. Das Ausmaß ist zwar relativ gering, weshalb die Chancen für die Abwärtsseite größer sind, aber es ist nicht auszuschließen, dass der Markt so geht. Ja, kann man sich darauf verlassen? Soll man dann schon kaufen? Nee, habe ich ja gerade gesagt, genau nicht darauf verlassen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das hier schon das Tief, die abgeschlossene Korrektur ist, ist nicht null. Aber sie liegt auch nicht bei 100%. Im Gegenteil, sie liegt eher auf der Seite, dass die Bewegung sich nochmal nach unten fortsetzen sollte. Weshalb ich irgendetwas, was ungefähr so aussieht, bitte nicht wirklich festnageln jetzt auf diese Geschichte, aber das irgendwie so aussieht, scheint mir am plausibelsten. Aber es geht nicht darum, was mir am plausibelsten erscheint und wie es wahrscheinlich ganz toll, hübsch aussehen könnte, dürfte, sollte, sondern es kommt darauf an, was der Markt macht und aktuell ist die bullische Seite eben nochmal ganz klar die starke. Wir sehen hier nochmal das klassische Bild, eine starke Bewegung hoch, eine ABC nach unten. Ihr kennt das Ganze, ich habe es gerade eben beim DAX eingezeichnet. Warum sollte das hier auch großartig anders sein? Und die Überlegung ist jetzt, nachdem wir hier schon so weit gelaufen sind, durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen. Vielleicht kriegen wir jetzt hier eine vierte und dann noch eine abschließende fünfte. Und das, was wir dann hier sehen würden, das wäre quasi so der erste Arm, den wir hier haben. Also wir hätten dann immer noch Platz für anschließend wieder eine Korrektur. Danach gibt es nochmal einen Fünffäller in irgendeiner Form. Ich kriege es jetzt hier so schön nicht gezeichnet. Und dann käme der nächste Abschwung nach unten oder eben die Fortsetzung nach oben. Das heißt, diese Entscheidung wird aktuell gar nicht gefällt, sondern wahrscheinlich erst auf Niveaus, die ungefähr bei 11.800, 11.700, vielleicht auch 11.600 gefällt werden. Aber wenn ich ehrlich bin, ich traue dem Markt durchaus zu, dass das noch ein paar Stunden, ein paar Tage dauert. Wir sehen, wenn ich das hier rechts mal rüberschiebe, einfach so, na, in den größten Verhältnissen, das kann durchaus ein paar Tage dauern. Das fände ich auch ganz schick, wenn das nämlich so hinkäme, dass wir hier gerade so halbwegs auf dem Anfang, das ist vielleicht schon ein bisschen zu weit, wie ich es gezeichnet habe, hier auf dem 4. November, manche einer erinnert sich, was da wohl dran steht an dem Tag, das ist die US-Präsidentschaftswahl. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Marktteilnehmer jetzt vorher sich auch nicht mehr wirklich einigen auf eine Richtung. Aber ob ich mich wundere oder nicht, wie gesagt, spielt nicht die übergeordnete Rolle. Bitte deshalb unbedingt darauf Wert legen,
ein Auge darauf zu werfen, was der Markt tatsächlich tut. Wie man das klassifizieren kann, das habt ihr jetzt hier mal in mehreren Beispielen gesehen. So, in diesem Sinne kann ich eigentlich nur noch sagen, wer mehr noch will, wer vielleicht einzelne Trades auch mal vorgestellt haben will, der guckt sich sehr, sehr gerne den Trade des Tages an und hat die Möglichkeit, da drauf zu gucken. Und wer auch mal Intraday für zumindest mal eine gewisse Zeit kostenfrei Informationen auf sein Smartphone haben will, der ist herzlich eingeladen, auf das Born for Trading hier auf finanzmarktwelt.de zu klicken. Den Link, den setzen wir unten drunter. Und dann könnt ihr hier auf Smartphone auch mal Intraday, wenn es mal Neuigkeiten gibt, wenn es mal im Kürzeren was gibt, als Idee, was man vielleicht umsetzen kann oder als Überlegung, wie man herangeht an den Markt, sich da schicken lassen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.